ihr da seid in der Museumsloge, Fritz-Walter Museumsloge. Heute, weil unser Medienzentrum belegt ist mit einer großen Messe. Pressegespräch vor unserem Auswärtsauftritt. In Paderborn, im schönen Ostwestfalen. Nach Paderborn in die Benteler Arena werden uns voraussichtlich 2000 FCK-Fans begleiten. Wie viele Zuschauer wir da grundsätzlich zu erwarten haben, gibt Paderborn heute in der eigenen Pressekonferenz vor Ort bekannt. Der Schiedsrichter ist noch nicht angegeben worden, kann ich noch nichts Größeres zu sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir mit Hendrik Zuck, den Schützen finde ich ja, zusammen mit Alex Baum-Johann das Tor des Monats vom letzten Spieltag da haben. Blick mal kurz zurück, wie war das? 4-1, das war schon ein recht intensives Spiel gegen Aue. Und wie ist die Stimmung jetzt nach dem immerhin jetzt wieder zweiten Heimsieg nacheinander? Ja, also die Stimmung ist wie vorher auch top. Wir verstehen uns alle super und das Spiel, wir sind gut reingekommen, haben viele Chancen uns herausgespielt und haben ein frühes Tor gemacht, was wir auch wollten, haben den Gegner nicht spielen lassen und wollten unser Spiel aufdrängen und das haben wir gemacht mit dem 4-1. Jetzt wird in den Medien sehr, sehr viel darüber gesprochen, dass ja die FCK-Rasselbande unterwegs ist, dass so viele Spieler aus der eigenen Jugend kommen. Ist das was Besonderes, mit so vielen Jungs zusammen aufzulaufen, mit denen du auch letztes Jahr noch größtenteils in der zweiten Mannschaft gespielt hast? Ja, natürlich. Also mit Steven und Dennis Linzmeier haben zwei auch von den Amateuren, wo hochgekommen sind, gespielt und mit denen verstehe ich mich auch super. Und klar, wenn der Trainer auf junge Spieler baut, dann sieht es so aus wie jetzt beim FCK. Jetzt nach Paderborn, eine Mannschaft, die, glaube ich, recht schwer einzuschätzen ist. Hat der Trainer euch schon ein bisschen darauf vorbereitet oder hast du dich selber schon ein bisschen auf das Team vorbereitet? Ja gut, also wir haben mit Enes Alushi schon geredet und der hat ein paar Takte über die Mannschaft gesagt. Der hat ja vorher gespielt und ich kenne auch, mein ehemaliger bester Freund spielt dort, Manuel Zeitz, mit dem habe ich auch schon ein bisschen geschrieben und ja. Also, zweiter Teil mit unserem Cheftrainer Franco Foda und Herrn Sperber-Gebürt, wie immer das erste Wort. Sie sind nur vom Alter der Älteste, nicht der Gesichtsälteste. Also das erste Mal ist, Sie haben ein schönes Privileg hier. Aber es haben Sie sich erarbeitet. So. Ach, wir haben ja keine Juniorenmannschaft. Ich glaube, das wird jetzt auch etwas überstrapaziert, sondern das sind alle schon Spieler, die sind schon 20 Jahre, haben schon eine gewisse Erfahrung. Zwar nur in der Regionalligamannschaft, aber ansonsten, glaube ich, ist das ganze Thema ein bisschen überstrapaziert. Aber es wird Bunyaku wieder, also hat auf jeden Fall mal mittrainiert. Fortunis wird heute wieder mittrainieren. Borisjuk wird man sehen. Aber es sind alle Spieler, die verletzt waren, kommen von Verletzungen wieder zurück. Aber das ist die eine Geschichte. Und die andere ist natürlich, ob sie dann auch in der Lage sind, wieder 90 Minuten zu spielen. Schauen Sie, Pierre war jetzt circa 3 Monate verletzt. Hat jetzt bei uns, ich glaube, seit 10 Tagen wieder mit der Mannschaft trainiert. Hat jetzt auch ein Spiel bei den Amateuren absolviert, über 80 Minuten. Aber um dann wieder in einen richtigen Rhythmus zu kommen, um dann auch über eine längere Zeit in der Bundesliga oder zweiten Liga zu spielen, benötigt es schon noch etwas Zeit. Und ich bin kein Trainer, der versucht, dann Spieler relativ schnell wieder in die Mannschaft reinzuwerfen, sondern für mich ist es wichtig, dass Kontinuität herrscht, dass sie regelmäßig trainiert haben, dass sie dann auch schon wieder über die Amateuren einen Spielrhythmus erhalten. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass sie topfit sind, dann werden sie wieder eingesetzt.